Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2 Paradiso. Oh, oder so ähnlich. Like, I don't know. And I really don't care. Wow. Ey, nicht rumflackern oder so. Ah, also nicht nett. Pop, pop. Okay, wir fahren Let's los. Go. Was haben wir eigentlich am Schaden für, am LKW für einen Schaden? Wow. Okay. Zum Glück hat die Fracht plus 5% Schaden. Wir sollten also nicht so viele Abzüge bekommen. Und der LKW, ganz ehrlich, ist eh nicht unser. Von daher, schau drauf geschissen. Das für uns, das Einzige, was für uns wichtig ist, ist der ist die Fracht. Der LKW ist ja nur insoweit wichtig, dass wenn der zu viel Schaden bekommt, wir halt wieder diese Motorfehlfunktion bekommen. Aber ich glaube, da sind wir bei 4% noch auf der sicheren Seite. Immer geradeaus. Weil der wieder gerade rumgeflackert hat. Konnte sich gerade irgendwie nicht entscheiden, ob er nach links oder nach rechts fährt. Oh, Landwirtschaftssimulator. Boah, auf 50 runter. Eieieiei. Wenn selbst ein 730 PS Scania mit dem Getriebe auf 50 runterbricht, dann weißt du, die Gegend hier hat's in sich. Ey, bremst doch mal. Ja, Mutterbremse macht einfach gar nichts. Zum Glück haben wir noch die klassische Bremse. Was die da mal für Handzeichen machen, diese Hampelmänner. Oh, wir fahren ein bisschen schnell. Meine Nase juckt so die ganze Zeit, Alter. Was ist denn los hier? Ich glaube, ich brauche ein bisschen Schleifpapier. Nase wegfallen. Am besten erstmal mit Schleifpapier so richtig schön blutig schleifen und dann Salz draufstreuen. Dann juckt es bestimmt nicht mehr. Klingt wie eine Foltermethode, gell? Ach ja. Oh, und es wird langsam dunkel. Hä, Moment mal. Es ist schon 22 Uhr und... Alter, man merkt richtig, wie weit wir im Norden sind. Die Tage gehen ja hier einfach ewig. Wo genau sind wir eigentlich gerade? Wir sind schon fast echt am obersten Fleck. Also, hier geht es noch ein bisschen weiter. Ich meine, mit der Pro-Mods geht es noch weiter.
Aber, ne, also mit dem Vanilla-ETS, da ist das hier schon fast das Oberste, was gibt's. Und jetzt merkt man auch schon, wie lang die Tage sind. Da merkt man schon echt, wie weit wir am Nordpol sind. Das ist schon krass. Die Frage ist, wird es überhaupt richtig dunkel? Weil es ist jetzt noch, wir haben jetzt noch überall richtige Sonne. Guck mal, wie hoch die Sonne noch steht. Ja, sieht die Sonne überhaupt nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Müsste man, können wir höchstens im Fotomodus gucken. Sonne? Okay, doch, doch. Schon hinter den Bergen. Achso, siehst du? Fotoeinstellung ist Space. Ah, nee, es wird nicht dunkel. So, jetzt ist es 24 Uhr. Oder, oh, okay, dafür wird noch dunkler. Okay, tatsächlich, um 1 Uhr ist es echt dunkel. Und da fängt aber auch direkt an, wieder heller zu werden, ne? Ah, ist schon krass. Ist auch cool, ne, mit diesem. Mit so einem freien Scrollrad kann man hier so schöne Effekte machen. Sieht schon geil aus. Ja, okay, Glück gespielt. Also es wird hier tatsächlich auch dunkel. Aber halt nur so für eine Sekunde und dann wird es direkt wieder hell. Ist schon geil. Aber da merkt man auch, wie viel Mühe sich SES-Software gibt bei sowas, ne? Dass sie sogar sowas berücksichtigen und nicht überall auf der Map es einfach gleich ist, sondern tatsächlich je näher man, also je höher man kommt, desto länger gehen auch die Tage. Ist schon echt krass. Auf der anderen Seite habe ich ja auch eine Version von SES Software, wo ich Frosty Winters die Mod installiert habe, wo also überall Schnee liegt. Und bei der Mod ist es ja sogar so, dass die Tage sogar noch kürzer werden. Also, selbst die Mods können noch Einfluss drauf nehmen. Boah, Alter. Oh ja. Ich glaube, das hier ist der Berg, wo wir letztens aufgegangen haben. Oha, selbst das Skyline bricht zusammen. 25. Eieieiei. Aber er bleibt noch nicht hängen. Wir dürfen halt nur auf keinen Fall irgendwie stehen bleiben. Dann sollten wir hier einmal stehen bleiben, müssen wir wahrscheinlich aufs manuelle Getriebe umschalten. Weil das Automatikgetriebe kommt hier nicht mehr klar. Das wette ich mit euch. Oh ja, da vorne. Guckt mal, wie hoch es da vorne geht. Das ist die Stelle. Oh Gott. Ach du Scheiße. Well, I guess we are fucked. Kann ich eigentlich direkt auf manuelles Getriebe umschalten, gell? Oh, okay, schon Schwung nehmen? Ah, nee, reicht nicht. Ja, ne, 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 ne. Oh. Ja, nee, kannst du vergessen. Die Automatik darf nur nicht auf die Idee kommen, jetzt hochzuschalten. Wenn sie das jetzt gleich macht, haben wir verloren. Am besten ganz kurz Gas wegnehmen. So, jetzt war. Verdammt! Wir waren doch gerade im Klettergang. Jetzt bleiben wir im Klettergang. Und nicht hochschalten. Schön. Ja, ich halte es wieder hoch. Scheiße. Naja, gut. Zumindest entscheiden wir uns, mich nicht aufzuhängen. Der Skyline ist zum Glück stark genug.
Aber er ist schon krank. Achso. Ich wollte gerade wieder Cruise-Controller einschalten. Das kann man aber erst, wenn man 30 fährt. Vergessen. Ah ja. Warte, aber wird es da vorne noch steiler? Oh, da wird halt noch steiler. Stimmt, damals, als wir jetzt aufgegangen haben, waren wir von Bäumen umgeben, ne? Und hier ist ja frei. Das war also noch nicht die Stelle hier. Das scheint wirklich da vorne die Stelle zu sein. Oh, Alter. Aber, ich glaube, mit dem ganzen Hin- und Herschalten habe ich ihn jetzt so verwirrt, dass er nicht mal hochschaltet. Ne? Wir sind jetzt schon im hohen Drehzahlbereich. Wenn alles gut geht, bleibt er da, wobei ich sehe gerade schon, selbst im zweiten Gang schafft das nicht. Er geht runter. Also schätze ich mal, wir sollten doch lieber manuell schalten und dann in die Klettergänge gehen. Ja, mal schauen. Leider muss ich jetzt die ganze Zeit die Retaste gedrückt halten, weil wie gesagt, Cruise Control geht noch nicht. Recken und Strecken, während man die Retaste gedrückt halten muss. Läuft. Aber wie es aussieht, hört da die Steigung auf. Also wir bleiben zumindest nicht hängen. Ein Hoch auf den Scania. Ich meine, mit einem Wolf hätten wir es genauso gut geschafft. Sogar noch besser. Der hätte jetzt 15 Kamera. Oh, aber jetzt so. Na gut. Okay, ich denke, wir sind vorbei. Ab jetzt geht es nur noch bergab. Also. Vom Gefälle her. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Cool. Wir mussten nicht mehr ins manuelle Getriebe umschalten. Wow. Motorbremse? Nee, schaff die Motorbremse nicht. Ja, nee. Da ist die Motorbremse zu schwach für. Ist hier aber auch ein... Oh, was ist jetzt schon wieder los? Ups. Ich habe gerade noch gesagt, das ging ganz schön jetzt auf und ab, ne? Ja, das ging wohl zu sehr ab. Und zwar so weit, dass ich vorne die Traktion verloren habe. Ja, scheiße, habe ich schon 4% Schaden. Ah. Gerade so gefreut, dass wir die Bergaufstrecke geschafft haben. Und jetzt sowas. Also, das Problem war jetzt nicht, dass es bergab ging und wir dadurch die Traktion verloren haben, sondern die Traktion haben wir dadurch verloren, dass wir quasi auf einem... Also, dass es nicht nur bergab ging, sondern dass es auch noch ein Huckel war. Und dadurch war der Auflieger war halt gerade und der LKW ist jetzt nach unten, also übertriebenerweise vorne nach unten runtergefallen. Da die Kupplung ihn aber umhält, verlieren wir vorne die Traktion. Beziehungsweise dadurch, also der Hänger hebt den gesamten LKW aus. Weil hinten haben wir auch Traktion verloren. Und aufgrund dessen sind wir einfach zur Seite weggeschlittert. Weil der LKW quasi keinen Bodenkontakt mehr hatte. Naja, wenn es beschissen läuft, dann richtig beschissen.
So dunkel hier gerade. Aber gleich ist es einzeln, dann wird es wieder hell. Oder heller. Was labert die da gerade? Klappe jetzt. Kein Bock, die Geschichten zu hören. Was ist denn los? Ah, davon ist es viel. Oh, stimmt. Du bist bloß auf 16 Kilometer. Das ist mir gerade aufgefallen. Stimmt, hier hinten waren wir auch schon mal, ne? Da haben wir ja, das war ja das, wo wir so 20 Mal hin und her gefahren sind. Oder war das bei mir privat? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, genau, das war das Ding, wo wir hinten bei der Tankstelle waren. Ja. Alter, wie lange das alles schon her ist. Aber waren wir nicht da auch hier hinten? Da waren wir doch auch irgendwie erst hier und haben dann irgendwie eine Mission gesucht, wollten dann erstmal schlafen gehen. Zum Schlafen gehen sind wir dann irgendwie nach hinten hingefahren, haben hier 20 Unfälle gebaut, nur um dann später wieder komplett zurückzufahren, weil wir hier eine Mission abgenommen hatten. War das nicht irgendwie so oder war das bei mir privat? Keine Ahnung. Weil hier ist ja wieder grau. Gut, kann es auch sein, teilweise, wenn Sachen geupdatet werden, erkennt er manche Strecken nicht mehr an. Das heißt, vielleicht waren wir hier, weil aber sich hier irgendwas geändert hat in einem Update, ist es wieder unbekannt. Kann auch sein. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Oha. Hier rein? Wir sind da. Am besten mal speichern. Weil noch können wir hier das Einpacken überspringen. Ich glaube, wir sollten einfach überspringen. Let's go. Ah. Oh, Alter. Fast 3000 Abzug. Ah. Fick die Henne. Gut. Der nächste bitte. Ah, ja. Mit Mercedes können wir auch machen. Hier unten einer. Der hat halt nur 625 PS, ne? Du. Ah, ne, 500 PS, hallo? Garantiert nicht. Nicht bei 70 Tonnen. So, was haben wir hier noch? In Schweden. Das klingt doch nach was Schönem. Ein MAN. Hä? Oh. Teilweise funktioniert das User Interface nicht mehr. Guck mal, jetzt zum Beispiel, ne? Ich klicke jetzt hier rauf. Ach, jetzt funktioniert es wieder. Also, teilweise reagiert irgendwie aufs Klicken nicht.
Okay, das ist wieder da unten. Ah, ne, ist ja so anders unten. Weißt du was? Wir nehmen mal den MAN. Hey. MAN sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Aber ist das schon wieder das Lied? Ach, Ende ist für nächstes Lied. Ich bin zurückgegangen. Nicht weiter. Ups. So, jetzt. Weiter. Los. Okay. Wir haben eine große Holzkiste hinten drauf und schon wieder über Leitplanken. Wo fahren wir eigentlich lang? Okay, auf jeden Fall bei dem Gebiet, wo wir noch nie waren. Sehr schön. Weil eine neue Strecke. Geil. Was ist das für ein Lied? Klingt ja sehr interessant. So, schon 1.30 Uhr, also sollte es gleich wieder hell werden. Schön. Aber man merkt sogar schon am Horizont, da wird es wieder ein bisschen heller, ne? Die Sonne ist also direkt wieder am Erscheinen. Sehr geil. Naja. So, die Polarregionen sind schon cool. Erstens hast du dort halt, da halt sehr lange Tage. Und vor allen Dingen dadurch, dass dort halt auch kaum Turbulenzen sind. Also, du hast dort kaum Windbewegungen, weil die sind ja meistens am Äquator. Hast du dort auch meistens sternklare Nächte. Ich überlege gerade, ob ich hier noch die Spiegel anpasse, weil der rechte Spiegel, da erkennt man schon wieder, naja, geht eigentlich. Ah ja, ich lasse es so. Wie sind wir denn eigentlich? Wir haben 52.000. Ich kann noch nichts machen, ne? Nee. Also, biege nach links ab. Das Schöne ist halt, wenn man jetzt halt nur Schnellmissionen macht, man muss nicht pinkeln. Zwischen zwei Missionen vergeht keine Zeit. Und trotzdem ist man direkt wieder ausgeruht. Ist schon cool. Achso, siehst du? Scheinwerfer wollte ich nicht anmachen. Nur meine Rundumleuchter anmachen. Ah, ist das schon, fängt wieder an, überall hell zu werden. Ah, schon sehr geil. Warte, du 50? Was ist hier los? Was ein Dreckskaff hier. Oh, warum fährt er so nah rauf? Alter, was ist mit dem los? Wollt ihr den mit der Kiste kuscheln oder was? Vor allem normalerweise drängt der die doch immer weg. Aber dieser Kack-SUV ist mitten auf der Spur gefahren. Als wenn er uns gar nicht sehen würde. Was für ein Opfer. Geradeaus.
Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Also einfach über die Wiese fahren. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Einfach gerade durchziehen. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Alter, bei den MRL klickt die Blicke ja auch total behindert. Was soll das für ein Geräusch sein? Ist ja mal richtig krank. Immer geradeaus. Da kriegst du ja aber Wirkreiz. Schönes Industriegebiet hier. Ach, guck mal, die bauen eine Autobahn drüber. Wow, okay, das ist geil. Cool. Hashtag gefällt mir. Warum fährt er so langsam? Ey, wieder 450. Das Lied hat so ein bisschen was von Suburban, ne? Ja, wahrscheinlich, weil viele jetzt gemerkt haben, wie erfolgreich Suburban ist, machen jetzt viele diesen Style nach, ne? Hat man ja immer. Trittbrettfahrer, die es nicht hinbekommen. Aber ich sag mal so, Suburban kann es auf jeden Fall besser als das jetzt gerade. Jetzt kommt's. Das Lied ist von Suburban. Whoops. Egal. Das andere Lied, was wir sonst immer gehört haben von Suburban, ist auf jeden Fall besser. Was macht der da schon? Achso. Was ist los mit dir? Scheiß Bulle. Vergiss die ganze Straße. Ich sag ja, diese Polizisten sind nur im Weg. Was ist los mit denen? Nimm diese Ausfahrt. Achso, wer jetzt denkt, hä, aber das klingt doch gar nicht wie Suburban. Ja, Suburban ist ja auch primär ein Producer. Der Producer! Das heißt, kann durchaus sein, dass andere Leute halt singen und er halt nur der ist, der das Ganze, ja, halt leitet. Like a producer. Warum bremst du denn jetzt? Achso, 50. Verdammt! Ich war gerade so schön im Speedrausch. Weißt du, wenn wir eh schon bremsen müssen, können wir die Pause machen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh. Der, was jetzt? Genau. Ist doch egal. Die Blinkeranlage klingt zum Kotzen. Ah. Na dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.